Hallo, hallo, willkommen zurück zu Terraria. Die letzte Folge hatte kaum Überlänge. Waren ja nur 40 Minuten. Über 40 Minuten. Purer Horror mit mir. Alleine. Und immer noch alleine. Was? Mercer ist eingetroffen. Ja, dann hol dir doch Mercer. Merci, dass es dich gibt. Oh Gott, das wird immer schlimmer hier. Ich glaube, mein Co-Kamerad muss wieder herkommen, sonst drehe ich noch durch. Ah, die Hulk können wir auch noch da wieder rausholen. So, schnell stapeln. Das ist eine Kette. Dann gehen wir hier hin. Da will ich hin. Und dann können wir uns einen Hook herstellen, aber nicht für uns. Sondern für unseren Kameraden. Wenn ich den Hook wiederfinden muss, ich glaube, der ist weiter oben. Dann gib dir doch mal einen Hook. Aha. Hurt Lantern kann man jetzt auch herstellen. Ja, interessant, super. Nein, ist er nicht. Also ist weiter unten. Dann gucken, können wir da gleich mal angucken, was dahinter vielleicht. Hat der hier was für uns? Was Schönes, was zum Spielen, was zum Naschen. Oh nein, ich mache keine Werbung für Überraschungseier. Bin ich jetzt gerade doof? Ich habe doch Kette und Haken. Was? 2 plus Bereich kann platziert werden. Da ist er, Interhaken. Zack. Dann haben wir einen zweiten Hook, aber nicht für uns. Da können wir schon mal das Tin-Erz reintun. Dann haben wir weniger zum Craften. Machen wir die Tür auf. Wie der Händler da oben steht, weil er nach oben will. So, ein Geschäft. Ja, was hast du denn heute? Du hast einen Crimson Cloak. Oh, der Cloak. Ein Mode-Item. Nur 5 Gold. Oh, Tiger Skin. Oh, ich wollte immer schon einen. Nein, ich will kein Fell von Tier haben. Ich weiß nicht, finde ich uncool. So, die kann auch weg. Ah, oh, gibt es Geld hier. Nein, ich habe das jetzt nicht verkauft, weil ich Geld haben wollte. Fast wieder ein Gold zusammen. So. Unser gewährter Herr dreht da hinten durch. So, das tun wir wieder weg. Schnell stapeln tun wir auch eben schon. Dann haben wir Geld da drin. Dann haben wir noch Kisten. Unser Inventar leert sich ein bisschen. So, da kommt das Lied. Das war alles ein bisschen nach da. Da unsere Herzen, da unsere Boss-Beschwörungs-Items. Auch so machen. So. Ja, Vogel, sehr ruhig. Erde. Ja. Ein bisschen sortiert. Ach, ist ja, na ja, gut, ist egal. Das ist unsere eigentlich, ich schmeiß rein Kiste. Dass da alles reinkommt, was man erstmal nicht braucht. Oh, dann nehmen wir auch ein paar mit. So. Die behalten wir, die kann da weg. Wir auch den Endhaken, muss ich auch noch gleich wegräumen. Erstmal das rein hier, was ich alles nicht brauche. So. Das können wir alles noch gebrauchen. Ich wollte nachher vielleicht ein bisschen am Haus weiterarbeiten. Die Sachen können wir auch gebrauchen. Das Hausbau, so, die brauche ich später. Den Endhaken ist für Mitspieler. Ich klemme mich an die Decke. Zack. Ja, das war's erstmal. Und weil wir gesehen haben, wir haben genügend Lead für eine Rüstung, machen wir uns noch jetzt eine Rüstung, eine Lead-Rüstung. Ich glaube, ich bin schon wieder zu weit. Ja, bleiben wir. Ja, Lead. Ein Lead-Helm, ein Lead-Brustpanzer und ein Lead-Schuh. Ein Lead-Schuh, Alter. Ich habe voll Lied. Wie viel Rüstung hatten wir jetzt vorher? 12, glaube ich, ne? Waren wir bei 12? 12. Ich weiß nicht, ob die jetzt so viel Unterschied macht, weil wir sind jetzt immer noch bei 12. 16, ja, ist schon ein bisschen mehr. Boah. Mehr als, und wir sehen cool aus. Cool aussehen. Das ist doch alles, was man will.
So, die Rüstung kann sich dann der Shui schnappen. Ja, Lied können wir dann auch in diese Kiste tun, weil die, wenn wir es brauchen, können wir es herstellen. Tungsten ist das nächste. Gehen wir mal so ein Stück höher und wir hätten auch weniger, ne, was wir craften können, wenn man es nicht in den Inventar hat. Dann ist die Last auch nicht mehr ganz so voll. So, du hast ja immer noch nichts Interessantes für uns. Das weiß ich gerade nicht, was ich machen soll. Bäume pflanzen. Ja, pflanzen wir erstmal Bäume. Denn was man aberntet, muss man auch irgendwie wieder pflanzen, dass man Nachschub kriegt. Weil wir haben in letzter Zeit viele Bäume gefällt. Also pflanzen wir wieder ein paar. So, da noch ein paar hin. Viele Sonnenblumen. Da kann ich gerade keinen platzieren. Da kann noch einer hin. Da hin. Na, kommt da auch noch einer hin. Überall, wo Platz ist. Was ist denn los hier? So viele Schleim auf einmal. What's up? Sind hier einfach noch nicht in Schleimhausen? Ah, guck mal, da können wir doch bestimmt einfach ein bisschen tiefer graben. Was da oben, was er verschwindet und wir haben mehr Fläche für Bäume. Die Bäume sind gut, sind unsere Freunde und unsere Ressourcen. Da, mal weg. Pilz essen wir, auch wenn ich Pilze eigentlich nicht mag. Schade, ich krieg den Vogel. Puh, so, dann. Ey, Tür zu. Es zieht. Isaac, alles in Ordnung mit dir? Du bist mir, glaube ich, gerade ein bisschen durch. Ja, er freut sich jetzt, ne? Jetzt kannst du eigentlich nach oben gehen, wo du die ganze Zeit schon hin willst. Jetzt ist auch Isaac, freut sich. Isaac, du stehst tierisch im Weg. Geh doch mal bitte weg. Isaac, danke. Isaac, Isaac, keine Ahnung, wie du dich nennen willst. Du bist ein böser Mensch. Du bist ein ganz, ganz böser Mensch. Da. Wie hoch waren die Wände eigentlich nochmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ein Mysterium, was wir nicht rausfinden werden. Nie im Leben. Wir könnten einfach zählen, aber das wäre viel zu einfach. Zählen so einfach. So, warum ist das Haus auch mal wieder größer? Leute, hier steht alle sehr nett und liebevoll im Weg. Und ich glaube, ich habe die Tür ein zu groß ausgehoben. So. Zack. Hängen sie alle da oben und ich laufe im Kreis. Ich wollte eigentlich da unten hin, weil wir brauchen 1, 2, 3 Türen. Wenn wir schon mal hier unten sind, können wir das schnell machen. 1, 2, 3 Türen, 2 Stühle, 2 Tische. Was brauchen wir noch? Fackeln haben wir. Wand, ja, ein bisschen Wand müssen wir noch machen. Ein bisschen Holzwand wahrscheinlich auch noch. Ja, reicht wohl nicht. Was, ne? Und Glaswand, also weiter auch oben. Da. Das ist Erde. Ich will keine Dreckwand, geh weg. Steinwand will ich auch nicht, noch Holzwand kann man schon, oder? Boah. Das sollte erstmal reichen. Machen wir noch ein paar Ziegel. Genau, falsch rum. Ich wollte die Ziegel machen. Da und dann daraus eine Rückwand machen können, aber da haben wir da auch noch welche, sehe ich gerade. So. Und Glasscheiben. Glas, Glas, Glas. Da haben wir nicht allzu viele, aber sollte ja. Was ist denn da oben los? Leute, macht mir Angst. Ist das hier ein geheimer Verschwörungstreffen? Mit verschwören, wie ihr mir auch mich alles anguckt, könnt ihr mal bitte alle wieder runtergehen? Ich kann hier nicht arbeiten. Immer die Leute, die einen im Weg stehen, wenn man versucht zu arbeiten. Schrecklich, jetzt wieder dunkel. Ach, kein Scheiß.
Leute, geht doch mal wirklich alle runter. Ihr steht im Weg. Ich mag euch nicht. Nicht, wenn ihr mir alle im Weg steht. Das macht ihr doch mit purer Absicht. Mein Gott, nicht. Ihr seid so nervig. Ich muss mal gucken, dass ich die Folge vielleicht nicht ganz so voll lange mache. Wer weiß. Vielleicht bleibt die ja genau so lang. Oh, aber wie viele sind das? Schätze es als 1, 2, 3, 4. Boah. Ich schätze es ein 4. Ich weiß es nicht. Ich schätze einfach mal. Wird schon hinkommen. Oh. Dann kann das da oben weg. So, dann haben wir schon mal so halbwegs sichere Räume und es können natürlich wieder mehr einziehen. Ich will hier rein. Na, gehen wir den normalen Weg. Zack. Hier runter. Tür zu, wieder hoch. Da wieder hoch. Und da wieder hoch. Na, gefallen euch die Räume? Hoffe ich doch. Komischerweise hatte ich den Händler bei mir in meinen Spielen nicht. Ich weiß nicht, ob er nur Multiplayer ist. Er wollte bei mir einfach nicht auftauchen. So ein schrecklicher Typ. Er mag mich halt nicht. Und er dachte bestimmt, hier, Joey ist da. Den will er mal besuchen gehen. Boah, ich platziere einfach Blöcke in der falschen Gegend. Boah, ja, erstmal kacken dreist durchziehen. Boah, das werden ja noch einige, ja, sagen wir Händler, Charaktere bei uns einziehen. Und wir brauchen immer Platz für neue. Und es kann ja auch nie schaden, genügend Räume zu haben, schon mal umgebaut zu haben. Das ist jetzt meine Let's Play Together Alone Zeit. Aber damit werden wir ja klarkommen, oder? Ich weiß, ich vermisse Shomi auch. Dieser böse Mensch wird einfach krank. Tja. Was soll man machen? Man muss halt auch alleine klarkommen. Schnief. Naja, ich schätze mal, er wird jetzt in den nächsten paar Folgen wieder dabei sein. Ich wollte halt ein paar Folgen haben. Ich habe es jetzt leider einmal schon aussetzen lassen. So, dass ich für die nächsten paar Tage wieder eine Folge habe. Und ihr nicht. Ihr, du, sie, er, sie, es. Vielleicht nicht auf etwas warten müsst, was nicht kommt. Das sind die Besten, ne? Ihr steht jetzt einfach unter mir und guckt mir zu, wie ich arbeite, während er nur doof hin und her latscht. Typisch Händler. Er versucht mir bestimmt gerade noch einen Staubsauger anzudrehen. Oh, super Staubsauger mit super Leistung. Das Schmischen sie ausprobiert haben. Hat auch schon super Design. Geh weg, ich will nichts kaufen. Ja. Sieht ja schon mal gemütlicher aus, sagen wir es mal so. Schön ist jetzt zwar nett, ne? Schön ist jetzt wirklich nett. Ey, ich wollte mehr symmetrisch in den Raum haben. Ja, ist genau so. Und die Stühle muss man immer platzieren, so dass man sie gegen rechte. So. Dann sind die Räume ja schon fast fertig. Was ist los, Merkur? Du läufst ja wie so angestachelt rum. Bist du überhaupt Merkur? Ich hab keine Ahnung. Jetzt heißt er so. Aber ich heiß doch gar nicht so. Mercer heißt er außerdem. Und man sind ein wenig zu. Und wie er immer um mich herumläuft. Das ist so. Kauf was, komm, kauf mir was, kauf dir doch was, komm, hier, komm, gib dein Geld bei mir aus, gib mir dein Geld. Über diese aufdringlichen Händler. Die wollen immer, dass ich mein Geld bei ihnen ausgib.
Und dann haben wir wieder zwei Räume fertig. Was heißt wieder? Das sind die ersten beiden Räume. Die anderen beiden stehen ja noch vom Feuer noch so. So, dann kommt hier so unser Fahrstuhl, die NPCs ja nicht benutzen können. Und dann haben wir jetzt wieder. Die müssten ja beide geeignet sein, oder? Ist dieser Raum geeignet? Dieser Raum ist geeignet. Ist dieser Raum geeignet? Der ist geeignet. Schön, alles schön geeignet. Hatte ich nicht da noch so schöne Sachen unten drin? Oh, da. Ein Tin, ein Tungsten oder ein Silber. Welcher sieht denn noch schöner aus von denen? So, jetzt packen wir das mal oben. Weil ich möchte es ja wirklich gemütlich haben. Also ich Silber wäre schön, wahrscheinlich schönsten, aber. Also mir fällt auch Silber am besten, aber ich schätze mal, wir nehmen die da. Die Tin. Ah, Tin ist nicht so wertvoll. Wie ich hier so wertvolle Sachen hinstelle und dann kommt schon jemand und will mich verprügeln, weil ich verschwende wieder unser ganzen Luxus. Oh, dass die Räume oben nicht so leer sind, habe ich ja noch die paar Teile. Was ist mit dir los? Der läuft draußen rum, obwohl es dunkel ist. So, zack, zack, zack. Da haben wir eine Standuhr. Es ist 10 Uhr 44. Nein, nein, akkurat. Die Zeit ändert sich ewig. Sieht zwar nicht schön aus, aber es geht. Ich habe schon mal Schlimmeres gesehen. Dann haben wir hier noch ein Gemälde. Ist das nicht schön wohnlich? Wunderschön. Dann können wir hier unten auch noch die Wand ausbessern. Vielleicht ausprobieren, ob es auch gut aussieht. So, den dahin. Zack. Wollt ihr mich nötigen, dass ich diese Sterne aufhebe? Weil da ist einer. Nein, da ein Stück weiter ist einer. Hört auf, mir die Sachen entgegenzuwerfen. Ich will sie doch gar nicht. So, dann. Ach komm, wenn wir schon dabei sind, machen wir das hier auch noch eben schnell fertig. Na, wenn wir schon mal dabei sind, dann keine halben Sachen, machen wir dann komplett. Und da fällt noch ein Stück Holz, zack. Oh, jetzt haben wir wieder ein Stück zu viel raus. Und, sieht schön aus, ist nicht schön aus, ich weiß, sieht schön beschissen aus. Aber das muss so, das ist alles so gewollt. Die Karte haben wir noch nicht weit aufgedeckt, dass sie so schön verpixelt ist. Aber wir waren schon komplett fast unten in der Hölle. Ja gut, eine mittlere Karte ist dann auch nicht so tief. Na komm, nein, Dreckwand will ich nicht. Was will ich mit der Dreckwand? Na, Tungsten fehlt uns noch ein bisschen. Dann hätten wir auch wieder eine komplette Tungstenrüstung. Soll ich meinen gehen, soll ich nicht meinen gehen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das kann uns nie einer beantworten. Was haben wir denn noch hier so rumfliegen? Da haben wir ein paar Pilze. Rote Ziegelsteine. Dreck, Matsch. Das kann man eigentlich aus euch machen. Vielleicht ein bisschen andersfarbigen. Fängt zu fießen. Grey Stucco. Wie sieht ihr denn aus? Da. Boah, das sieht zu edel aus. So bleibt es schön drin. Auf der Seite, ja gut, so wäre es ja einseitig gebaut, ne? Das wäre auch ein bisschen dumm. Die Lücke da unten können wir auch irgendwann mal schließen.
Joa. Und ab da. Also. Was macht der Typ nur? Das wird keiner wissen. Das weiß nie einer. Das weiß selbst ich nicht. Ich weiß auch nie, was ich tue. Das ist alles gerade nicht geplant. Ich wollte nur gucken, was man da so machen kann. Das sieht doch gut aus. Ja, dann gehen wir hier hin. Reißen das da noch ein bisschen ab. Wir müssen irgendwann mal dieses Loch da unten füllen, weil das ist echt ein bisschen arg. Blueberries habe ich gerade gekriegt. Ah, mach den Baum weg. Wow, poppt ein Häschen. Waren viele Häschen. Junge, du störst. Was ist mit dir los? Hast du Hummel in den Hintern? Wieder immer hin und her rennt, deswegen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Deswegen renne ich verwirrt hin und her. Weiß nicht, was ich tun soll. Der macht mich bekloppt. Der Junge. So. Da haben wir wieder eine Treppe. Wie viel Platz haben wir dafür gelassen? 3. Okay. Ein Eichhörnchen. Ein totes Eichhörnchen. Oh, ist das niedlich. Darf ich das behalten? Ja, mein Sohn, du darfst das behalten. Ich wollte es jetzt nicht derartig riesig machen, ist das Problem. Oder soll ich es doch schon auf der nächsten Höhe machen? Ja, ich habe keine Ahnung. Die nächste Höhe wäre hier. Was wir den da nehmen? Ach komm, sind wir verschwenderisch. Was soll der Geiz? Geiz ist geil. Wie diese Werbeslogan einen eigentlich immer im Kopf hängen bleiben. Das ist echt Hammer. Ich meine, man guckt das ja nicht so oft, aber es bleibt immer hängen. Kann man denn da auch irgendwie... Du Stucko. Erstmal noch 53 davon, die sind ja nicht schlecht. Platinum Bricks, nee, das lass mal Tungsten Brick auch nicht. Damit kann ich keinen Hintergrund machen, oder wie? Ja doch, Groove Stucco Wall. Mal gucken, wie der aussieht. Ob er was taugt, meine ich. Ist jetzt nicht wunderschön. Aber ich habe vielleicht eine Idee. Jetzt nicht meine Idee. Mal ausprobieren, wie das aussieht nachher. So, dann da so ein bisschen. Da müsste er wieder El Stucco hin. Dass die Räume so ein bisschen unterschiedlich aussehen. Deswegen auch den anderen Boden. Das soll was ganz Besonderes sein, das hier die Ecke. Was ganz, ganz Besonderes. Catherine ist die ist ja langweilig, die will doch keiner. Also, aber unnütz ist sie jetzt nicht. Das ist eine, so eine Art Heilerin. Aber die will immer Geld haben, wenn sie sich die heilt. Wieso sind die Ärzte heutzutage? Wollen immer nur Geld. Geld. Früher haben die das gemacht, weil ihnen den Schubruf Spaß gemacht haben. Heute wollen sie nur noch Geld.
Nee, nee, nee. Alles aus Geld, Liebe. Keine Arbeit mehr umsonst heutzutage. Was macht ihr auf dem Dach außerdem? Genießt ein bisschen die frische Luft. Auch gut. Spring nicht. So war es doch nicht gemeint. Toll, das treibe ich schon die NPCs in den Wahnsinn, dass sie Selbstmord begehen möchten. Diese armen NPCs. Na, hoffentlich treibe ich nicht meine Zuschauer in den Wahnsinn. Das wäre auch so was wie total mies wäre. Ich habe es geschafft, meine Zuschauer in den Wahnsinn zu treiben. Wenn ich Zuschauer habe. Wenn ich da jetzt Holzwand hinsetze, ist das die gleiche Höhe? Kommt hin, ne? Ja. Ich war mir jetzt unsicher von der, wo ich ihn jetzt hingesetzt habe, deswegen. Dann das kommt, Holz kommt ja weg, weil da kommt Stein hin. Und da kommt nachher Boden wieder rein. Ja, erstmal wieder Holz rein. Oh, und da das Überstehende kann weg. Nein, nicht den Boden. Da. Ja, so arbeite ich auch immer. Wenn ich nicht nirgendwo drankomme, springe ich mal hoch. Welcher ist jetzt eingetroffen? Oh, okay, was war das Nummer? Ich glaube, du warst ein Schneiderer nur, ne? War es nur der Schneiderer? Ich weiß gar nicht. Müssen wir gleich mal gucken gehen. Haben wir jetzt also zwei neue freundliche NPCs. Die müssen wir doch alle begrüßen. Alle müssen wir begrüßen. Sie herzlich willkommen heißen, dass sie so mutig waren, unsere Sache beizutreten. Ich laber nur Crap gerade. Bestien muss ich auch jetzt demnächst wieder aufnehmen. Was heißt demnächst? Ich muss es für morgen aufnehmen. Also die Folgen sind ganz frisch hier alles. Ne? Frisch, frisch. So ein frischer Fisch. Ich versuche ja, dass die Folgen nicht mehr ganz so lange... What? Ich habe kein Holz mehr. Habe ich so viel Holz schon verballert? Die Folgen nicht mehr ganz so weit im Voraus aufnehmen, was leider nicht vermeidlich ist, weil ich bin nun mal meiste Zeit arbeiten und... Um ehrlich zu sein, danach noch aufzunehmen ist manchmal schwerer als alles andere. Grey Stucco. Das nehmen wir auch noch ein bisschen mit. Können wir noch was Schönes draus machen bestimmt. Dann brauchen wir noch eine Holzwand. Die ist mir irgendwie abhandengekommen. Hey. Zack. Aber ich finde ja, dass der Raum halbwegs geht. Das ist jetzt zwar nicht der schönste Raum. Ach, guck mal, da oben haben wir Fehler drin. Ja. Ich glaube... Ach, kann man die abzählen? Ich weiß nicht, ob ich sie symmetrisch gebaut habe. Warum zeigt er mir den eigentlich an? Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 25. Wenn wir 5 in die Mitte lassen, sind 10 auf jeder Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machen wir da auch noch so ein Art Pfeiler rein, dass es aussieht, als wäre eine Stützpfeiler oder so. Ich habe keine Ahnung. Fragt euch niemals, was ich mir damit gedacht habe, dies zu tun. Ich weiß es meistens selber danach nie. Oder sie gerade die halbe Wand mit auseinandernehmen. Aber es gibt nichts, was wir nicht reparieren können. So, jetzt müssten wir hier 5 freilassen. 1, 2, 3, 4, 5 und der müsste es wieder sein.
Ich will die Seitenwände nicht raushauen. Lass die Seitenwände drin. Ich will auch nur das. So, da auch noch ein Stück raus und zack. Ich habe diese Folge wieder gar nichts hingekriegt, habe ich das Gefühl. Ja gut, allein ist es halt, wenn man sagt, man möchte nicht unbedingt so weit spielen, dass der... Ja, ich meine, ich könnte jetzt die ganze Zeit weiterspielen, bis Dorto, ne, und er würde nicht hinterherkommen. Zwar würde er dann meine Ausrüstungsgegenstände ja alle anziehen können. Wäre aber unfair, finde ich, ihnen gegenüber. Wir haben das Projekt nochmal zusammen gestartet. So, hier noch schöne große Fenster rein. Damit es auch schön und hell und freundlich da aussieht. Na komm, ich brauche den Hammer nochmal. Da auch nochmal so ein schön großes Fenster rein. Ich weiß gar nicht, wie groß habe ich jetzt gerade das Fenster gemacht? So, das kommt mir jetzt so überdimensioniert aus. Ist es auch, weil auf der Seite sind. So. Sieht doch gleich viel freundlicher aus. Und hier kommt auch was Schönes rein. Ich weiß nicht, ob ich schon herstellen kann. Kann ich schon herstellen? Bis jetzt nicht. Ja, bis jetzt nicht. Ich kann es nicht herstellen. What's up? What's up? So, was bist du? Du bist der fahrende Händler immer noch. Der da, der ist da oben. Dich meine ich. Was hast du so? Team Dry. Und Drybot. Und Silber Dry. Right. Und das ist so schön. Er netter Typ. Und ich möchte gerade was herstellen. Oh, guck mal, es gibt Man Queen und Man Woman Queen. So, man braucht eigentlich nur Holz. Aber woran? Habe ich übersehen, dass man das bauen kann? Ich gehe auch immer die ganze Zeit vom Mikrofon weg. Das ist eine ganz schlechte Idee. Wenn ich sollte auch ins Mikrofon sprechen. Komisch, ich sehe es gerade nicht. Ich brauche also ein anderes Teil, um das zu bauen. Mist. Mist! Wir haben doch nichts erreicht. Ich lege mal, ich mache erstmal so die Fackeln hier rein. Da sollen wir sehen, später Kronleuchter eigentlich hin. Ach ja, hier fehlt noch eine Tür außerdem. Ah, machen wir die auf. Obwohl, die gehen ja ein Stück tiefer. Passt sogar voll. Machen ja so schön Knicks hier. Zack. Oh, und da brauchen wir noch eine Türchen. Eine Tür. Da, eine Tür. Zack. Eine Tür ist auch drin. Und unser Haus sieht schon wieder ein Stück größer aus. Brauche ich vielleicht einen von den Erzen hier, dass ich da was herstellen kann. Irgendwas anderes. Ja, sieht schon mal vielversprechend aus. Nein, nicht wirklich. Da, Heavy Workbench, aber ich glaube, weiß nicht, ob das die ist. Also die gab es damals nicht, deswegen. Stone Slab. Werkbank. Hm. Sieht schlecht aus. Ich müsste mich mal gucken, wo ich die herstellen kann. Jetzt habe ich das Ding da gebaut und kann ich nichts mit anfangen kann. Hm. Schrecklich, 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 schrecklich. So. Dann haben wir noch da ein bisschen Erde. Muss ich gleich haben.
Stein nehme ich auch mal kurz mit. Vielleicht kann man ja irgendwas mit Stein rausmachen. Kann man damit irgendwas herstellen? Ach, guck mal, eine Rüstungsstatue. Das ist die, glaube ich, die ich eigentlich haben... Nein, die ich nicht haben wollte. Das ist einfach nur eine Statue, glaube ich. Ich glaube nicht... Ja, es ist nur eine Statue. Ich wollte eigentlich eine Statue haben, wo man ja, Sachen drauflegen kann, damit man unsere gesammelten Rüstungen hätte draufstellen können. Danach habe ich eigentlich gesucht. Jetzt schlage ich mein Mikrofon. Aus Wut. Böses Mikrofon. Weil ich das nicht finde, muss ich dich verprügeln. So. Zwar ohne Mist. Wo kriege ich das her? Guide, komm her. Ich brauche deine Hilfe. Ja, die Uhrzeit, das interessiert doch hier keinen. Nee. So. Mit Holz konnte ich das Ding doch herstellen. Oder? Eine Kommode, ein Bett. Da. Anzeigen von Rezeptionsanzeigen. Erforderliches Sägewerk. Also ich brauche dafür ein Sägewerk. Webstuhl. Da, Sägewerk. Ah, any Iron Bars. Und eine Eisenkette. Wir hatten doch, glaube ich, noch eine Eisenkette, ne? So. Da, guck mal, genau eine Eisenkette. Als wäre es abgezählt gewesen. Weil es keine eiserne Kette ist, sondern ein grob Hook. Das sind die Eisenketten. So. Da. Ja. Ich sehe noch nichts. Ich sehe ihn immer noch nicht. Doch, da. Sehr gut. Ach, Ressourcenverschwendung. Schön. So, und jetzt können wir die auch herstellen. Da brauche ich so viele nicht, aber... Wayne. Erstmal... Ach Gott. Jetzt habe ich gerade den Hintergrund aus Versehen rausgenommen. Den ich nicht rausnehmen wollte. Sind meine Statuen? Ne, die Statuen habe ich auf anderen Seite gestellt. Nein, das brauche ich nicht. Doch, das brauche ich. Mann. Oh, erstmal, wir haben ja nur zwei Rüstungen, die da unten rumfliegen. Es ist einfach nur gedacht, dass ich halt Rüstungen hier unten in der Kiste nicht lagern muss. Dass man sie hier oben schön aufsammeln kann. Dass wir am Schluss zeigen können, ja, wir haben alle Rüstungen gesammelt oder so. Keine Ahnung. Halt irgendwas. Dummes Phasen, dummes Glaber Teil 1. Tja, dann hofft mal, dass Shoei bald gesund ist, sonst müsst ihr jetzt weiter mit mir aushalten. Ich hoffe doch nicht, dass ich so schlimm bin. Bin ich so schlimm? Weiß ich nicht. Das müsst ihr mir sagen, ob ich so schlimm bin, dass ihr euch Shoei wieder wünscht. Ihr guckt das Let's Play doch bestimmt nur wegen Shoei. Shoei. Er ist schuld an allem. So, haben wir da noch was? Da haben wir Ziegel. Da habe ich auch noch jetzt was vor mit. Wenn ich dann auch natürlich was finde für... Natürlich mehr Ziegel will ich finden. Ja. Hallo? Da sind Ziegelsteine. Sind jetzt nicht so viele wie erhofft. Oh Gott, das wird gar nicht reichen. Ich meine, das ist ein großes Dach, ne? Ich meine, ich müsste das Dach ja von hier vorne bis da unten hinziehen. So,
Selbst das ist schon, wie man sieht. Na, wenn ich das jetzt so weiterziehen würde, würde ich jetzt schon hier stocken. Weil ich hier schon den Dach berühre. Auf jeden Fall möchte ich so eine Kante haben, dass ich sagen kann. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade tue. Genau das wollte ich. So eine Kante wollte ich haben. Dass ich sagen kann, dass ich weiß nicht, was ich da tue. So, dass hier ein Stück übersteht. Machen wir einfach so rum. Erstmal bei uns hier so ein Dach drauf. Geht ja gerade nicht anders. Die Sterne haben wir uns auch noch gleich. Weg, ich muss ja auch noch durch. Dann bauen wir uns hier so eine kleine Basis zusammen. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich das Dach von da bis dato hier hochziehen kann. Dass er so ein schräges kleines Dächlein hat, dass da nichts mehr drüber kommt. Na, Händler, kommst nicht mehr runter, ne? Ich frage mich ja, wie du hier überhaupt hochgekommen bist. Naja. Ist das nicht hier unter uns gerade das Zeug, was ich brauche für den Ton? Was mich sowieso stören würde, weil es unter unserem Haus ist. Und andersfarbig. Wenn wir Lehm brauchen, brauchen wir Lehm. Allerdings ein Grund, warum ich sagen kann, ich habe es aufgebaut. Und Erde hatten wir ja auch dabei. Heißt es ja, alles kein Problem. Machen wir doch alles gleich wieder zu. Als sei nichts gewesen. Hier alles schön ordentlich gemacht. Den Boden wieder zureißen. Zufreißen. Zumachen. Ey, Tür, geh mal auf. Und die beiden reiße ich mal kurz ab. Weil die stören mich jetzt irgendwie, weil die so riesig sind. So, können wir den Ton wiederherstellen? Ja, wir können Ziegel wiederherstellen. Zwar nur 15 Stück, aber mehr 15 haben oder nicht haben, ne? Ich muss das Loch immer noch hier runter schließen. Ne. Kommt noch alles. Ist ja nicht die letzte Folge. Noch nicht. So, das sind wir ja sehr weit gekommen. Ich habe da unten ja auch noch ein bisschen Ton gesehen. Und ich muss die Folge beenden, sonst habe ich nachher wieder so viel. Das ist überall viel Ton. Und ich muss die Folge bald beenden, sonst habe ich schon wieder so eine 24-Stunden-Folge. Nein, eine 40-Minuten-Folge wie die letzte. Was auch nicht unbedingt bei Terraria so schlimm ist, weil ich meine, ich habe jetzt ja nichts vieles geschafft. Ich bin die das sind die unkreativen Folgen hier. Man ist alleine. Man muss die ganze Zeit reden, irgendwas sagen. Irgendwie gequälte Kacke von sich geben, damit die Leute nicht gleich einschlafen. Weil stumm Let's Play guckt sich, glaube ich, keiner an. Wäre aber schon auch lustig. Wenn einer denkt, ja, ich gucke mir jetzt Let's Play an, klickt auf den Kanal und der Typ schweigt einfach die ganze Zeit. Glaube ich dann eher ein Walkthrough, der dann nur zeigt, wie wo was machen kannst. So. Hör auf, mich mit Sternen zu bombardieren. Das ist ja schon wieder einer. Heute willst du es aber wissen, ne? Mit den Sternen hier. Und wieder 23. Mein Gott, mit 5 kann man ja einen Mana-Kristall herstellen. Die wir beide momentan nicht brauchen. Weil wir schätze ich mal genauso spielen werden wie beim letzten Mal. Dass wir beide Schusswaffen haben am Schluss. Und nicht zaubernd. Zack. Das wird ein sehr, sehr, sehr langes Dach. Ja gut, wenn das zu lang sein kann, man hier auch noch eine Wohnung drüber klatschen, dass man sagt, hier, es kommt auch noch eine Wohnung rein, aber es ist doof halt, weil die dann hier durch muss. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt gleich eine Aufnahmepause machen. Ich werde dann aber kurz vorher
die Kisten sortieren, mein Inventar leeren und dieses Loch versuchen zu füllen, soweit es geht, offscreen, weil ich glaube nicht, dass jemand von euch das sehen will, wie ich jetzt 45 Minuten lang dieses Loch einfach fülle. Auf jeden Fall sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und ich hoffe dann mit Chui. Auf Wiedersehen.